Endlich ist wieder soweit. Ein neues Zelda-Video ist am Start. Ah, ist das schön. Ich freue mich so. So, wir gehen jetzt Kaffeis Quest weiter erledigen. Und zwar, sobald es 1 Uhr nachmittags ist, können wir wieder zu Kaffeis Haus rein, der aber plötzlich und komischerweise weg ist. Dafür ist unser anderer Friedenshausbrecher drin. Na, mal gucken. Tram! Ah. So. Und genau pünktlich. Hallo Kaffei, wo bist du denn? Verdammt, wer sind Sie denn? Huch, der grünbemützte Junge? Das ist ein Wort, grünbemützt. Ich habe eine Nachricht von Kaffei. Was los? Also, Kaffei, ich kenne ihn schon seit er noch ein Kind war. Ja, wo du noch Haare hattest, war. Aber als mein Blick auf seine Fuchsmaske fiel, die er trug, habe ich meinen alten Freund sofort wiedererkannt. Ach so. Ich habe ihm diese Maske geschenkt, als er noch ganz klein war. Ich hätte nie gedacht, dass er sie noch immer hat. Ja, ist ja gut. Ich will deine Lebensgeschichte nicht hören. Du sollst mir sagen, wo Kaffei ist. Oh! Was aber nett von dir. Du schenkst mir Kaffeis Maske. Also, die Kaffeis Maske, Fuchsmaske, Maske. Kaffei bittet dich, seiner Mutter dies zu überbringen. Kudididi. Eilpost an Mama. So, letzte Nacht kam der Typ da rein und. Ja, so. Alles klar, denn porten wir uns jetzt schnell mal zu Kaffei, der in dem Kanya Canyon ist. Da der Dieb wohnt. Naja, wohnt oder sein Versteck hat. Ganz seltsame Geschichte. So. Ich glaube, ich brauche noch zwei Parts für Kaffeis Quest. Oder? Oder? Weil ich will ja noch den Alternativweg zeigen, weil. Weil man kann ja. Den Brief, den ich gerade erhalten habe, die Eilpost an Mama, die kann man ja selber zur Mutter bringen oder vom Postboten bringen lassen. Und da ich jetzt nicht beides gleichzeitig machen kann und nochmal Kaffeis Quest komplett, komplett starten muss, was ich euch aber nicht zeige, das spiele ich offscreen bis zu dem Punkt und dann bringen wir halt den Brief ab. Ja, und so ist es halt, ne? Okay. Kaffei versteckt sich. Genau. Hinter diesen beiden Felsen. Total unauffällig, schon klar. Hey Kaffei, was ist los? Ich habe ihn gefunden, Grümelmützer Junge. Alter, ich habe einen Namen, ich bin Marcel. Okay, dann spielen wir mal schnell. Oh, Kaffei schläft. Dann spielen wir mal schnell die Mucke. Damit wir auch schnell den Dieb erwarten können. Oh, was war denn gerade? Ist ein Schluck auf. Nee, so. Tut mir leid, dass der Zelda-Part jetzt kommt, aber wie gesagt, Mario, das spielt sich so schnell. Ich glaube, wird auch Zelda noch einholen, aber. Naja. Oh mein Gott, verloren 12 Stunden. Hä? Und jetzt müsste man den eigentlich schon sehen. Na, gucken wir mal. Also, ich höre ihn auf jeden Fall schon. Ganz komisch, so eine Schritte. Mach doch mal hin. Ah, da, guck mal, da ist er. Der Typ mit Glatze. So, entweder bleibe ich hinter den Felsen oder ich kann auch alternativ meine Steinmaske aufsetzen, damit er mich nicht sieht. Ey Mann, der Deku soll hier nicht so auffällig hergucken. Guckt euch den Deku an. Hallo Leute, wollt ihr was kaufen? Alter, halt die Fresse! Verrät's uns noch! Egal. Oh, was doch richtig ärgerlich ist, wenn der Typ hier euch sieht, ja, dann ist die ganze Scheiße gleich für den Arsch. Dann ist der Dieb weg, kommt nicht mehr und ihr müsst alles nochmal von vorne machen. Fies, wa? Hops. So, mach Tür auf hier. Genau um 7. Wow. Fette Tür. So. Ach, jetzt kommt auch einer meiner Lieblingsparts im Spiel, weil die Kaffee-Quest zu machen ist eigentlich einfach nur geil. Ich find's so geil. Schnell, 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 schnell. So, Diebesversteck. Wam. Alles klar, Kaffei? Hey, da ist die Maske. Es ist die Maske der Sonne. Kaffei, da ist ein Bodenschalter. Kaffei! Jetzt habe ich es geschafft. Ja, du Trottel.
Tja, jetzt denkst du mal. Stell dich auf den Schalter! Was? Los, Mann! Ja, ist okay. Helfen wir dem kleinen Typen. Auch eine neue Revolution in Zelda-Spiel. Erstmalig steuert man eine komplett andere Figur. In diesem Raum sollte sich auch ein Schalter befinden. Ja. Oh mein Gott, wie umständlich. Aber okay, der Dieb will die Maske nicht rausrücken. Lustig, Kaffee kann noch irgendwie angreifen. Keine Ahnung, was das bringen soll. Aber egal. So. Naja, wir töten ja schnell mal den komischen Fieder. Ich mag ihn nicht. Wieso nicht? Ich finde ihn ziemlich cool. Alter, die Reichweite ist der ganze Raum voll. Okay, wo sind wir jetzt? Ah ja. Gelbe Schalter verlangsamen das Band und rote verschnellern sie. Okay. Alter, was ist hier los, Mann, Alter? Scheiß Pflanzen, Mann. Schafft! So, was ist hier jetzt los? Moment, kurz überlegen. Okay, ich probier's mal so. Okay, muss ich mal ganz kurz auf den schnellen Schalter umschwitchen, aber ist ja egal. Ach, die Moske ist ja jetzt hier. Schnell, Mann. Scheiß, Mann. Verdammt, Kaffee, mach hinne. So, Band wieder verlangsamen. Schnell, Link. Herzen, Herzen, Herzen. Yeah. Die Maske der Sonne. Es ist noch nicht zu spät. Genau, Kaffei. Hör auf dein Herz und renn zu deiner Geliebten. Soll ich dir meine Hasen online? Okay. Er will wohl nicht. Naja, gut. Ja, ist ja gut jetzt. Hallo. Ich will weiterspielen. So, okay. Und der Countdown hat schon begonnen. Wir werden alle verrecken. So, dann geben wir schon mal persönlich den Eilbrief ab. Und dann beende ich den Part so, dass ich im nächsten Part weiterspiele, als wenn ich. Also, ich mache die Kafal-Quest dann nochmal. Bloß, ich zeige euch dann bis zu dem Punkt, wo ich die Eilpost wieder habe und bringe sie dann halt zum Postboten. Damit ihr beide Varianten mal seht. So, aber erstmal schnell hier. Zu Kaffeis Mutter. Okay. Wir brauchen Kaffeis Maske. Die Clubmaske. Und den Brief. So, schnell wieder Hosenstall aufmachen. Ah, du hast ein Glied, komm rein. Ja, geil. So. Kaffees Mutter! Hier, Mann, ich hab was von Kaffee. Alter, Alter. So. Oh, und hast du Erfolge gemacht? Klar, Mann. Guck's dir an. Eine Eilzustellung. Oh, du bist ja geil. Du hast es geschafft. Hier, Mann. Yeah. Unsere letzte Flasche. Ja, und die Milch ist übelst geil. Weil damit halt unendlich Mana. So, jetzt müsste ich eigentlich hochrennen und auf Kaffee warten. Aber ich werde hier einen Cut machen. Und im nächsten Part bin ich genau wieder hier und habe schon die Kaffee-Quest nochmal gemacht. Und werde den Eilbrief wieder haben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!